Hallo, Bizarro hier und ich mag Züge und noch viel mehr mag ich Fußballteam Managea. Da logge ich jetzt einfach mal in. Wir sehen der 26. Spieltag. Ja, da schauen wir doch mal hinein. Und wir haben BÄM 2-0 gewonnen. War glaube ich jetzt der Pokal. Das heißt, wir sind schon wieder im Pokalfinale anscheinend. Ich muss jetzt einmal kurz schauen, Spielplan. Ich hätte auch auf Pokal gehen können, das wäre vielleicht leichter gewesen. Warte jetzt einmal kurz, Freundchen. Tatsächlich. Ich habe immer noch nicht, das habe ich ja schon damals im alten Kanal gesagt, ich habe noch nie den Pokal gewonnen. Aber schon zweimal eine Meisterschaft, also einmal mit Bayern, einmal mit Real. Aber noch nie einen Pokal und jetzt stehe ich schon wieder in einem Pokalfinale. Und ich bin einfach nur gerade extrem geil auf Finale. Und ich freue mich schon richtig darauf. Ich hoffe, dass wir diesmal gewinnen. Wir kämpfen jetzt auch schon um unser Saisonziel weiterhin. Das ist derzeit der 9. Platz. Logischerweise wird es auch ganz gut bleiben. Sind nur noch 3 Punkte entfernt. Wir haben das bessere Torverhältnis. Das heißt, jetzt können wir schnell das alles hier mal erreichen, was wir erreichen wollen. Und jetzt schauen wir erstmal, wer unsere Tore geschossen hat. Wer uns sensationellerweise hochgeschossen hat ins Finale. Und zwar war das Caldirola und Arnautovic. Gut. Ich sehe gerade, Mönchengladbach hat Leverkusen rausgehaut. Wir spielen morgen. Also heute, aber morgen sehen wir es halt gegen Leverkusen. Das heißt, wenn wir Leverkusen jetzt besiegen, das ist so eine Probe, weil Gladbach besiegt die, dann müssen wir die auch besiegen, logischerweise. Das wiederum heißt für uns, wir müssen Leverkusen jetzt besiegen. Deswegen schauen wir mal im Training, was da so passiert ist. Füllkrug ist mittlerweile 78, Andreas Sevic wollte nichts dazu haben. Und Kirchhoff? Ja, eher auch. Gut, das setzen wir wieder Füllkrug an. Ah, jetzt. Auch nicht schlecht. Andrej Sevic ist nicht mehr gesperrt oder verletzt, das heißt, dann müssen wir... Na? So. Dann müssen wir wieder in die Aufstellung geben. Andrej Sevic hier... Oder war der überhaupt gesperrt? Nee, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht. So, hier sind dann eh alle noch recht fit aus der Jaroschik. Da können wir aber jetzt gleich mal Kirchhoff aufstellen. Da mal ein bisschen auf die Bank, ein bisschen Pause geben. Und ja, wir dürfte gute Stabilität geboten haben. So. Miliz ist wieder fit. Den lasse ich darauf spielen, dass wir Strebinger noch ein bisschen trainieren, so auf 75 oder so. Zumindest ist er besser als hier. Dann können wir ihn eh spielen lassen. Ist ja dann kein Problem. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Training. Und jetzt können wir hier mal weiter aufstellen. Hier werden wir... Nusovic. Hier geht noch Prödel. Und hier wieder mal Strebinger. War schon länger her, dass wir Strebinger mal trainiert haben. 10 Millionen. Vielleicht ist hier irgendein Schnäppchen am Transfermarkt, ein neues. Schauen wir mal. Ja, schlecht ist er nicht, aber brauchen wir den wirklich hier? Der Markus, jedes Mal, wenn ich herschaue, denke ich mir, der Markus wäre schon gut, eigentlich mit 24 Jahren, 86 offensiv, aber brauchen wir nicht, das ist ja das Traurige. Und ja, sonst, ich könnte nur, wir könnten uns theoretisch ihn hier, also Iraisos holen von der Athletic Bilbao um 3 Millionen als Torhüter und Miliz verkaufen. Das wäre vielleicht ein bisschen was, weil hier 78 wäre ein guter Stammtorhüter. Houston Dynamo habe ich ja mal selber gespielt, hatte ich auch schon mal einen Spielstand drauf. Cenk. So, bei UES damals wäre ich froh gewesen, wenn ich um 900.000 einen 71er bekomme. Da sieht man eigentlich, wie unterschiedlich das auch ist hier so im Transfermarkt, das ganze Zeugs und so weiter.
Aber egal, da wird sich jetzt nicht viel ändern. Die Aufstellung haben wir auch geändert. Training haben wir gemacht. Sponsoren werden wahrscheinlich eh noch recht voll sein. Alles ja sehr gut. Schauen wir mal in die Zeitung hinein. Ein bisschen falsche Überschrift. Kämpfe um den Pol und dann steht da und Werder Bremen. Aber das betrifft eigentlich uns. Ist ja auch nicht schlecht. Und wir verlieren das Vertrauen in Ekichi. Ja. Und spannendes Duell wird auch von uns erwartet. Das heißt, von 1, 2, 3, 4, 5 Meldungen sind wir dreimal vertreten. Das ist ja auch nicht schlecht. Und Arnautovic in der Startaufstellung des Tages. Hunt in der Startaufstellung des Tages. Glujakov in der Startaufstellung des Tages. Kalderolle in der Startaufstellung des Tages. Strebinger in der Startaufstellung des Tages. Kelly in der Startaufstellung des Tages. Und Ranocchia ja, auch. Ich glaube, das werde ich als Thumbnail nehmen. Nur diese 11. Woche, die ist ja Gold wert. Na gut, Freunde, dann würde ich sagen, die schauen wir uns jetzt auch zum Schluss an. Das war's schon wieder von heute. Ein kleiner, aber feiner Part, wie es jetzt in FTM wahrscheinlich öfter so sein wird, wenn wir nicht viel zu tun haben. Dann würde ich sagen, solltet ihr mich nicht abonniert haben und findet FTM oder meine anderen Projekte sympathisch, drückt auf Abonnieren, knallt den Daumen nach oben und dann würde ich sagen, tschüss.